Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Ganz spannend, unsere Mitarbeiterin von unserer Eisdiele hat uns gerufen und möchte mit uns sprechen. Was sie wohl möchte, wissen wir auch nicht. Wir sind sehr, sehr gespannt. Sie hat uns eingeladen zum Essen. Und da fahren wir jetzt hin. Irgendwie ist es hier so hell. Ich habe jetzt hier ein Kleid angezogen. Ich fand das eigentlich ganz schön. Das Problem ist nur, dass die Knöpfe irgendwie nur hier enden. Und ja, sobald dann ein Wunschstoß kommt, ciao. Deswegen habe ich jetzt, nee, aber es gefällt mir irgendwie nicht. Ich kann jetzt auch keine Strumpfhose darunter anziehen. Das sieht auch scheiße aus. Also ich müsste eigentlich jetzt zum Schneider und das hier zunähen lassen. Aber deswegen, ja, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Und deswegen ziehe ich mich jetzt schnell um. Ich glaube, da müsste noch was im Trockner sein. Die beiden sind schon unten. So, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Normale Jeans und ein Hemd an. Ich wundere mich gerade, dass mir die Jeans noch passt. So, ich glaube, ich habe jetzt hier alles eingepackt. Windel, Portemonnaie, Trinkflasche. Ah. Scheiße, Mann. Da ist es, Jäckchen. Falls es doch irgendwie am Abend kalt wird. So, jetzt gehe ich runter, weil die warten nämlich schon. Ach ja, mein Mann meinte so, warum hast du dich denn so aufgetackt? Ich so, hallo, ich war früher immer so, ja. Ich habe ja gesagt, in Zukunft mehr Zeit für mich. Und so geht es los auf jeden Fall. Es ist typisch Junge, ne? Typisch Junge! Hamza, was machst du denn da? Ab mit dir nach hinten. Ich glaube, ich spinne. Es ist so süß, ey. Allah, Allah, ich erlecke dir, wir machen. So, lass uns. Wir rennen ohne, görüyor musun? Ja, lass uns. So, da wären wir jetzt in Big Mamas. Oh, es ist schon wieder so windig hier. Hört ihr mich? Die haben ja auf jeden Fall ein Kinderspielplatz gemacht, witzig, innen drinnen. Und hier kann man dann halt essen. Check it, check. So, es ist jetzt schon relativ spät. Hier ist es fast wie im Kindergarten. Wir mussten heute leider eine Aufnahme machen, ein bisschen länger bleiben. So, jetzt fahren wir nach Hause ab ins Bett, ne? Ist schon spät, ne? Und die Team. Hallo ihr Lieben, ich habe jetzt leider keine guten Neuigkeiten. Meine Oma ist im Krankenhaus und wir waren gerade auf dem Weg Richtung Aksaray und meine Mutter rief gerade an und meinte, ja, deine Oma ist im Krankenhaus. Schau doch mal, was da jetzt los ist. Jetzt müssen wir mal gucken, was sie hat. Sie ist auch schon alt, ne? Boah. Ja. Es tut einem immer so leid, ne? Wenn man da nichts machen kann. Ich befürchte, dass sie jetzt wieder ein Gerinnsel hatte. Mal gucken. Alles soweit gut. Hatte, tschüss. So, meine Tante ist nämlich auch da. Hallo. Ja, wir sind jetzt noch auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt hören kann. Hallo. Guten Morgen, wir sind jetzt in Aksaray angekommen und ich konnte gestern nichts mehr filmen. Ich war ein bisschen kaputt, weil die Autofahrt hat mich so ein bisschen geschlaucht und als wir dann hier waren, direkt ins Bett und ich bin tot umgefallen. Und ja, jetzt wollen wir gleich frühstücken. Ihr seht, ich habe mich noch nicht mal abgeschminkt, war so heftig. Ich habe euch übrigens gar nicht meine Pediküre gezeigt, also so sieht die aus. Kommt jetzt natürlich ohne Schuh nicht so zur Geltung und ich weiß auch, dass einige meine Füße so hässlich finden. Aber ja, jetzt sind sie auf jeden Fall super, super gepflegt und es macht eine Menge aus. Also wenn ich das sehe, dann erfreue ich mich jedes Mal daran. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch erzählt habe, was die Mitarbeiterin übrigens wollte. Die wollte Franchise für Kino haben. Also die will gerne einen zweiten Laden aufmachen. Ja, cool, aber mal gucken, wie wir das irgendwie anstellen, weil es sind schon mehrere Franchise-Interessenten da, aber
Ja. Da wollen wir mal schauen. Jetzt gibt es Frühstück. Und Hamza spielt mit seinem Spielzeug, wo man den Ton nicht ausstellen kann. Ja, es gibt jetzt auch Eier und Sucuk. Breck. Oh mein Gott. Das schaffe ich gar nicht. Und gerade fragte mich meine Oma, wie viel Zucker trinkst du in deinem Tee? 3. Oh mein Gott. Ja. Schmeckt uns einfach nicht. Ja, dann würde ich sagen, guten Appetit. So, ich mache mir jetzt hier gerade wieder einen Kaffee am Morgen, beziehungsweise einen Mokka. Das ist aber nicht dieser harte Mokka, sondern so ein bisschen weicher Mokka. Also der ist jetzt nicht so hart im Trinken. I cannot live without it. So, jetzt beginnt hier gerade die Vitaminkur, also 4 Tropfen Vitamin D für Hamza. Eisen hat er schon gekriegt jetzt gerade. Ich bin ja immer Fan von über die Nahrung, aber bei uns in der Türkei geben die auch Eisentropfen für die Babys, damit kein Eisenmangel entsteht. Dann meine Babytabletten, Vitamintabletten. Samis, Vitamintabletten. Und meine Folsäure. Ja, dann haben wir das jetzt auch schon mal hinter uns. So, ihr Lieben, ich habe hier gerade einen Pudding gemacht. Mit Damlasak, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht mal, wie das auf Deutsch heißt. Und darauf mache ich jetzt gerade noch gebrannte Mandeln. Das dauert ja so ein bisschen länger, deswegen muss ich das jetzt hier die ganze Zeit ein bisschen umrühren. Und ich zeige euch dann gleich das Ergebnis. Boah, sieht das geil aus. Ich kann es kaum abwarten. Das riecht hier wie auf der Kirmes. So sind jetzt die gebrannten Mandeln aus. Ich habe leider vergessen, die Butter auf das Backblech zu packen. Deswegen ist es hier so ein bisschen eingefroren, aber sau lecker. Ja, jetzt wird hier gerade noch mal ein bisschen gearbeitet. Also das sind jetzt die Bohnen und die schneidet sie jetzt klein und dann kommen die ins Gefrierfach für den Winter. Sehr, sehr interessant. Ja, ihr seht also, hier ist noch eine Menge zu tun. Ich habe meinen Pudding fertig, ich habe die gebrannten Mandeln fertig. Das ist sehr, sehr lecker. Ja, ich glaube, dieser Mid-Vlog war ein bisschen kurz, weil ich habe irgendwie nicht so viel gefilmt. Ich habe irgendwie was vergessen. Schwangerschaftsdemenz. Ich höre auch nicht mehr so gut mal, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber dafür kommt jetzt am, wenn ich schaffe, am Freitag noch ein Vlog, am Sonntag noch ein Vlog. Also nicht traurig sein. Nächste Woche treffe ich mich übrigens mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern. Die kommen nach Fethiye. Und dann wird es eine Menge lustige Vlogs geben. Ich hoffe, mir geht's gut. Ja, dann würde ich sagen, hier meine letzten beiden Videos, ist die Wand schief. Und hier dürft ihr mich abonnieren, denn ich freue mich aufs nächste Mal.